Was ist das beste Open-Source-Werkzeug für die Integration? Ja, hier passt mal wieder die Standardantwort in der IT. Es kommt drauf an. Ja, aber so einfach möchte ich euch nicht abspeisen. Ich möchte euch einen Überblick geben über die gängigste, beliebteste oder auch interessantesten Open-Source-Tools, Frameworks für die Integration. Möchte ich euch vorstellen und das ganz konkret an einem Szenario, an einem Beispiel. Also ich werde mal hier ein Beispiel ausdenken, das ich in der nächsten Folge vorstellen werde für die Integration. Ein Szenario und dieses Szenario werde ich dann auf jedem dieser Tools, die wir vorstellen, implementieren und dabei sehen wir, wie sich das Ganze anfühlt, wie sich die einzelnen Werkzeuge so geben und bekommen einen ganz guten Überblick darüber. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Entscheidungsgrundlage, wenn ihr euch entscheidet oder bei euch in der Firma ja ansteht, eine neue Lösung einzusetzen oder auch, wenn ihr vielleicht einfach mal sehen wollt, was machen die anderen, was ist ganz gut in dem Werkzeug, das ich habe und vielleicht um euch einfach auch die Frage zu beantworten, soll ich bei dem bleiben, was wir einsetzen oder soll ich in die Diskussion vielleicht mal ein ganz anderes Werkzeug einbringen? Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns die Kandidaten an. Fangen wir mal an bei einem Tool, das in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren unheimlich beliebt wurde, bei Apache Camel, ein Apache-Projekt, so ein richtiges Open-Source-Projekt mit einer entsprechenden Lizenz, mit der man alles machen kann, was man möchte. Camel ist so ein richtiger Game Changer. Camel hat alles verändert, sagen wir mal, die ganze Integration verändert, auf den Kopf gestellt. Hier sind viele neue Konzepte reingekommen. Das Ganze ist wieder zurückgegangen, sage ich mal, ja, zurück zum Code. Es ist was für Programmierer. Man kann unheimlich produktiv mit Camel sein. Allerdings ist Camel keine komplette Integrationslösung. Camel ist nur in Anführungszeichen ein Framework, eine Bibliothek, die man allerdings auch kombinieren kann, um damit eine ganze Lösung, eine vollwertige Lösung zu bekommen. Also Camel ist garantiert eins, ist ja einmal der kontroverseste Beispiele, die wir hier haben. Ja, kommen wir mal zum nächsten Vertreter, zum Service Mix. Der Service Mix, das ist eine komplette da kommt eine komplette Laufzeitumgebung mit Message Broker, mit Web Services, ja und auch mit Komponenten für die Integration mit Camel. Also Camel, das vorherige Projekt, das ist jetzt auch im Service Mix enthalten. Und der Service Mix, wie gesagt, der bietet dann darüber hinaus eine komplette Laufzeitumgebung, aber auch einiges an Komplexität. Ja, auch der Service Mix, eine Open Source Lösung von Apache mit Apache Lizenz. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Vertreter von kommerziellen Open Source Lösungen, bei denen direkt eine Firma dahinter steckt. Allerdings der Großteil des Codes von Talent ist Apache-Code. Ich würde mal sagen, so gefühlt, ich denke so 90, 95%, ja, vielleicht nicht ganz so viel, je nachdem, wie man sieht und ob man den Editor mit reinnimmt. Aber ich würde schon mal sagen, großer Teil von Talent ist Open-Source-Software, Eclipse, Teile, die auch beim Service Mix verwendet werden, Camel, CXF und so weiter. Aber das Ganze zusammengefasst in einer Distribution, in einem Produkt, schön integriert und vor allem mit einem grafischen Editor, mit dem man die Integrationsflows oder die Integrationsrouten zusammenbauen kann. Ja, auf jeden Fall auch ein ziemlich spannender Vertreter, die Software von Talent. Ähnlich ist vielleicht Fuse von JBoss. Ja, jetzt JBoss. Früher, ich glaube, ursprünglich ist Fuse mal Iona gewesen und die wurden dann verkauft und nochmal verkauft und sind dann letztendlich hier bei, wer weiß, letztendlich aber mittlerweile bei JBoss gelandet. Und auch dieser Fuse basiert auf den Apache-Projekten ActiveMQ, CXF und Camel unter anderem. Es gibt auch hier einen grafischen Editor, also das ist ein direkter Vergleichskandidat, sage ich mal, zur Talent-Lösung.
Ja, und dann habe ich nochmal was ganz anderes, auch kommerzielles Open Source, ich sage mal wie so eine Insellösung, allerdings Insel, weil sie schon viel früher da war, von MuleSoft, das Eselchen, den Mule. Mule ist auch, oder liefert auch ein grafisches Tool zum Editieren von, hier nennt man das Ganze Flows, von Integration Flows. Ein recht schöner Editor bietet hier Mule. Eine große Anzahl von Konnektoren, auch eine schöne Software, aber wie gesagt, was komplett anderes technologisch drunter unter der Haube als die anderen vier Lösungen. Ja, das sind die fünf Kandidaten, die ich mal ausgesucht habe. Wenn ihr noch andere sehen wollt, wenn ich es nochmal schauen, wenn ihr wissen möchtet, wie läuft das Beispiel auf mal andere Server, ein anderes Tool, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich gucke mal gerne nochmal ein weiteres Tool an. Auch genauso, wenn euch ein bestimmter Aspekt interessiert. Also beispielsweise, wie sieht es mit der Performance aus? Gibt es einen Konnektor für Format oder für Protokoll XY? Wird das Format, oh, was weiß ich, Großrechner fixt, unterstützt oder irgendwas anderes? Wenn ihr so eine Frage habt, schreibt mal die in die Kommentare rein. Ich werde diese Dinge ganz gerne, sofern ich es kann, berücksichtige und dann in den nächsten Folgen behandeln. Ja, die nächste Folge. In der nächsten Folge stelle ich euch zunächst mal das Integrationsszenario vor, das als Beispiel dienen soll, um das dann auf den einzelnen Integrationsservern umzusetzen. Wir werden oder ich werde das Ganze mal aufbereiten im Enterprise Integration Pattern Diagramm und euch diese Sache mal vorstellen. Ja. Wen das Ganze interessiert, wer wissen möchte, was ist der beste Open Source, ja, das beste Open Source Integrationstool, der bleibt am besten dran. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.